Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich stehe hier immer noch in Kouvola, Finnland und dann schauen wir uns mal gemeinsam an, wo die Reise heute hingeht. Also wieder auf Aufträge, jetzt hier in Kouvola. Das ist jetzt die 24. Folge, eine normale Folge, danach kommt noch und danach dürft ihr abstimmen, welches Event uns erwarten wird. 21.000 11 Stunden 51. Boah, das ist auch so ein Auftrag, der wird auch echt ultra eng. Das sind dringende Lieferungen. Ich muss auch noch mal tanken. Ich muss aber noch mal kurz gucken. Ich kann nur 10 Stunden 53, dann muss ich nächste Pause machen. Ich meine, wir dürfen in Russland etwas schneller fahren. Boah, riskiere ich das oder riskiere ich es nicht? Nächster Auftrag wäre halt nach Umea. Beziehungsweise nach Valda in Russland für 19.000. Und einen Gabelstapler. Das passt besser. Dann fahre ich vielleicht die 672 Kilometer. Ich habe vielleicht eine 11 Tonnen Gabelstapler nach Valda. Für 19.141. Das passt, das wird schon passen. Lass uns loslegen. Genau, lasst uns loslegen. Dann würde ich sagen, erstmal hier raus und Abfahrt. Ist Licht an? Nee, jetzt ist Licht an. Ich muss auf alle Fälle, wie gesagt, nochmal tanken. Geh nach links ab. Ich glaube, das dürfte eine Nachtfahrt werden. Wie spät haben wir es eigentlich? Biege nach links ab. 18.26 Uhr, genau, ist für eine Nachtfahrt. Aber das ist ja auch alles halb so wild. So, jetzt habe ich den Sound lauter gestellt. Ich weiß nicht, auf was. Okay, auf 24. Links abbiegen. Kaum fahre ich los, schon ist es die Festplatte wieder komplett überfordert. Warum auch immer. Biege nach links ab. Auch abbiegen. Minus 3 Grad haben wir. Für 60 fahren. Wie viel Kilometer haben wir eigentlich bis zur Ladestelle? Okay, 13 Kilometer. Das ist noch ein bisschen Weg. Oh Gott, Kouvola scheinbar. Muss Kouvola noch ein bisschen nachladen. Ich hätte ja auch nichts gegen längere Ladezeiten beim Reinladen ins Game. Wenn man das jetzt nicht hier so nachladen müsste. Vor allem ist es, glaube ich, ungewöhnlich, aber es kommt nicht so häufig vor, dass ich quasi reinlade und dann schon Probleme habe. Ich meine, das war sonst immer dann geregelt. Und vielleicht sollte ich dann zumindest beim nächsten Mal dann einfach zumindest schon mal bei der Stadt, wo ich aufgehört habe, oder wo ich ihn anfange, soll ich dann, bevor ich die Folge starte, einfach nochmal so ein bisschen mit der Flycam ein bisschen rüberfliegen. Vielleicht bringt das ja was. Probier ich mal bei dem nächsten Video. Ja. Da ist mir das Spiel zweimal auf dem Weg hierhin abgekackt. Mittlerweile 11 Minuten später. Ich gehe mal davon aus, dass das liegt halt an dem Frosty Wintermod, weil zwei Mods mit Jahreszeiten Mods nicht kompatibel sind. Aber gut, das, der wird höchstwahrscheinlich entweder in zwei Folgen, also mit dieser Folge sowieso ersetzt werden, entweder durch einen Frühlingsmod oder halt komplett rausgenommen werden.
So, wir wollten nach Valdai. Fertig zum Losfahren. Und dann habe ich auch dahingehend keine Probleme mehr. Oder ich nehme das Visa komplett raus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das Ganze halt komplett dann rausnehme für diese Woche. Also weil. Also für das Event. Weil er wird sowieso ersetzt werden, beispielsweise durch Frühling und Frühlingsmod. Und ja. Wobei, vielleicht nehme ich doch den Frühlingsmod mit rein. Und hab dann halt einfach, muss dann einfach ein bisschen mehr. Zeit zu gehen. Bisschen mehr Zeit einplanen. Für die Aufnahmen. So, ich muss tanken. Das steht schon mal fest. Weil ich bin jetzt auch schon wieder zeitlich ein bisschen am Hinterherhinken. So, wunderbar. Mit 80 darf ich durchbrettern. Okay, dann wollen wir das mal. Oh, wir haben sogar Lenkachsen hinten dran. Zwei Stück. Dann wollen wir mal 673 Kilometer bis nach Russland, bis Valdai. War es Valdai? Es war Valdai. Biege nach rechts ab. Wunderbar. Wie gesagt, so, ich weiß gar nicht mehr, ob ich irgendwie jetzt gerade einen Themensprung, Themenwechsel habe oder nicht. Aber da ich noch relativ. Oh Gott. Na, super. Da ich noch relativ zeitnah. Da ich noch relativ früh in der Folge bin. Nochmal für euch. Es wird demnächst eine Abstimmung geben, wo ihr dann bestimmen könnt, welches Event gefahren wird oder wie die Eventwoche aussehen soll, was in der Eventwoche gefahren werden soll und was dementsprechend halt das Event sein soll. Und das wird euch überlassen sein. Ich möchte abbiegen, wunderbar. Dann kann ich jetzt hoch auf die Autobahn und dann mich gen Russland aufmachen. Also, echt. Ist echt der Wahnsinn. Also klar habe ich habe ein bisschen mehr Zeit eingeplant gehabt, aber ich habe damit gerechnet und mal eingeplant, dass ich ein bisschen länger brauche als die Dreiviertelstunde, die ich prinzipiell gehabt hätte. Aber gut. Jetzt geht's auf Autobahn. Kann man ja nicht ändern, steckt man nicht drin in der Technik. Schon gar nicht in den Mods, schon wieder diese schöne Güterlok. Ah, schon. Das ist schon nice. Okay, es wird eine komplette Nachtfahrt mal wieder. Gut, das sind wir mittlerweile schon fast gewohnt. Dass ich immer Nachtfahrten habe. Immer geradeaus. Erstmal schön durch ein paar finnische Wälder noch hier durch. Ich weiß, glaube, so nah an der Grenze oder so weit von der Grenze entfernt sind wir, glaube ich, gar nicht. War ich nur gespannt. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Ich bin mal sehr gespannt, wie. Immer geradeaus. Richtung Kotka. Bin mal gespannt. Worauf bin ich gespannt? Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich gespannt bin. Läuft. Oh Gott. Es ist wieder super. Also ich bin gespannt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie Russland aussieht. Also ich bin, glaube ich, vor 3 Jahren das letzte Mal in Russland gefahren. Also in Eurotrucks Master Shuffle 2 bin ich das letzte Mal in Russland hier gefahren auf der Russ Map. Das ist schon echt Ewigkeiten her. Ewig her. Und apropos Russland und Russ Map. Im Grunde genommen konnte man das ja schon erahnen, dass es nach Iberia Richtung Russland geht oder dass in Russland gebaut wird. Aber vor, lasst mich lügen, vor 4 Tagen, 4, 5 Tagen, gab es dann den, ja, so sehen das offizielle, den offiziellen Teaser, dass
es ins Herz von Russland geht mit, ja, mit einem der nächsten DLCs, mit einer der nächsten Map Expansions, um es mal so zu formulieren. Ja, 80, ja, ne, 80. Ah, da bin ich auch schon sehr gespannt. Da kann man sich schon wieder sehr drauf freuen. Oh Gott. Oh, was für ein Schiss. Keine Lust, dass ich wieder durch Abstürze wieder unfassbar viel Zeit verliere. Aber dann kann ich zumindest von hier aus wieder weiterfahren. Ah, ich muss tanken. Ah, da war ja was. Immer noch der Einbrechenkäfer. Gut, wir kommen direkt an der Tanke vorbei. Das passt ja perfekt. Es geht an St. Petersburg vorbei oder durch St. Petersburg sogar durch. Oh weia. Ich sehe noch den einen oder anderen Spielabsturz. Ich sage, wie es ist. Das wird ein sehr langes Rohvideo und ein sehr kurzes Video allgemein. Immer geradeaus. Alle wollen sich hier links abbiegen, ey. Der Wahnsinn. Da wollen wir noch geradeaus. Und ja. Wait a second. Gibt es in Russland nach der Grenze nochmal eine Tanke? Ja. Hier vorne aber dafür muss ich ihn rausfahren. Gut, dann tanke ich eben jetzt hier. Fahre ich kurz hier raus, tanke und dann geht's über den Grenzübergang. Neu berechnen. Biege nach links ab. Ich sehe schon kommen, es wird ein Spaß hier wieder rauszukommen. Erstmal tanken. Ja, dann sind wir so kurzzeitig hierbei. Ja, da geht erstmal wieder ein bisschen Geld flöten. Ja, fast sagen, rückwärts hier raus, ne? Das ist schon am besten. Oha. €1,35. Ich würde sagen, rückwärts hier raus ist am besten. Hinten wäre ich jetzt nicht wirklich rumgekommen. Und dann ab zur Grenze. Das heißt, der Grenzübergang. Geht's auch nicht mehr sofort drüber. Biege nach rechts ab. Bin ich mal gespannt, wo sich dann, wenn es da weiter nach Osten geht, wohin sich dann, Promotz orientiert. Muss man sich ja schon wieder vorschummeln, ne? Wenn man hier wieder so super reingelassen wird. Jetzt willst du mich reinlassen, dein Ernst? Schmull mich da jetzt mal ein bisschen weiter vor. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr raus. Und dann zeigen wir mal euch die Papiere hier vor. Das kann jetzt auch wieder schön ein bisschen dauern. Ah, schon interessant, dass es jetzt hier deutlich mehr Stau ist als bei anderen Grenzübergängen. Beispielsweise bei der Ukraine oder so war es ja nicht so stark besucht. Gut, wir haben auch 20 Uhr. Aber hier wollen auch mal ein paar mehr rein.
Jetzt liefern wir wirklich sogar in Russland ab. Ich glaube, sonst sind wir immer nur durch Russland durchgefahren. Das erste. Personenkraftfahrzeug. Na, ist jetzt gerade der Schenker dran? Ich glaube, der Schenker kommt noch danach. Ne? Also wir haben noch den Schenker und dann ist er wieder dran. Dann geht es auch wieder ein bisschen flotter voran. Aber ich finde es gut, dass es auch solche Bahnübergänge, genau. Dass es auch solche Grenzübergänge gibt, die... Wo man halt ein bisschen mehr, ein bisschen Zeit noch liegen lässt, ne? Also, ist schon nice. Währenddessen sinken die Temperaturen. Wir sind jetzt bei 7 Grad im Minus. Ah, jetzt ist erst der Schenker dran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und sind jetzt wir dran. Zeigen wir mal hier die Papiere vor. Haben wir eigentlich Schaden auf dem LKW? Ja, ne, ich glaube schon. Ja, moin. Danke, Windows. Wir haben uns erstmal hier einen Virenscan nebenbei gemacht. Demnächst links abbiegen. Und dann. Ah, links abbiegen. Okay, dann geht's jetzt hier wieder zu den. Zu den Trucks. Hier abbiegen, umgeleitet. Dann rechts abbiegen. Ich hätte gedacht, dass die Busse auch zu den LKWs müssen, aber okay. Eine Sonderregelung offenbar. Biege nach rechts ab. Ganz rechts. Moin, alles eine Gabelstapler, 11 Tonnen. Dann habt ihr hier nochmal meine Papiere. Temperatur weiterhin bei 7 Grad. Alles in Ordnung, wer hätte das gedacht? Die Papiere sind gleich geblieben. Geschwindigkeitsbegrenzung. Also, noch haben wir die Dings gehabt, die fahren wir jetzt einfach mal hier lang. Wir haben noch die, oh, vielleicht keine gute Idee gewesen, wir steigen doch ein bisschen aus. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ich habe es vergessen. Grandios. Dann weiter Richtung St. Petersburg. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und wir erreichen Russland. Russland grüßt uns nochmal mit 20 km pro Stunde. Und dann kann ich jetzt wieder nachbeschleunigen. Soweit ich mich erinnere, gab es, war es zumindest auf dem Rust-Map-Teil damals, vor 3 Jahren, als es noch nicht hier. Damit ich schon so ein bisschen in Russland reinging, war das glaube ich so, dass man zum Teil auch mit 100 km pro Stunde fahren konnte. Auf den Autobahnen, nennen wir es mal so. Das ist auch so mit ein Grund, weswegen ich den Geschwindigkeitsbegrenzer deaktiviert habe, aber einfach weil es halt immer nicht, wenn halt dann auch vielleicht mit 90 gefahren werden kann und dann der Tempomat auf 95 gestellt werden kann. Ich glaube, wir sind jetzt nicht zwingend hier auf einer Vorfahrgewehrenstraße, oder? Ich glaube, es ist einfach Vorfahrstraße. Ich weiß es nicht, fahr einfach jetzt mal weiter. Ja, Zeit ordentlich liegen lassen. Jetzt sollen wir zur. Ach, es ist immer noch Summertime, ne? Also zur. Moment, war nicht schon die Zeitumstellung? Ich bin mir gerade unsicher.
Oder kommt die noch? Oder käme die noch? Oder wäre sie gekommen? Aber sie kommt nicht, weil... Weil die Summertime allgemein jetzt ist. Aber wir sagen jetzt, wir sind ungefähr da gegen 5.17 Uhr zur... ich vergesse mal, was nochmal MSK war. Irgendwas, glaube ich, müsste glaube ich Moskau Summer whatever sein, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Das, weil er hier schön durch Wälder durchsickt, ist glaube ich hauptsächlich auch ja Landstraßen, über die wir jetzt gerade fahren. Oder über die wir fahren werden. Von Stadt zu Stadt, wobei ich glaube, wobei, ja gut, nach St. Petersburg könnte das auch sein, dass es eine Mischung aus Schnellstraßen und ja, Moskau Standard Times ist. Okay, nicht Summer Time, sondern Standard Time. Also könnte sein, dass es so eine Gottes Willen, so eine Mischung aus, oh, jetzt darf ich 90 fahren. Jetzt darf ich nur 70 fahren. Das ist so eine Mischung aus Schnellfahren, also mit 90 oder so und 70 sein wird. Ich weiß gar nicht, wie die Straßenbezeichnungen in Russland sind. Also Autobahn ähnlich und Country Road so gesehen. Ach, schon schön hier auch im Winter, im Dunkeln. Es hat schon was vom Flair, ne? Also, vom Feeling her, da kann man vielleicht auch mal wieder ein bisschen hinwegsehen, dass ab und zu mal hier das Spiel abschmiert, weil es nicht gedacht ist mit den Mods. Außen zwei Mods. Einmal die Brutal Weather Mod, die ja sowieso ab der 1.40 rauskommt. Und halt die Southern Region Map. Die beiden sind nicht kompatibel mit Jahreszeiten Mods. Also es funktioniert, sieht man ja. Aber führt halt auch dementsprechend zu Spielabstürzen. Ne? Die sind halt erst gekommen, seitdem ich den Frosty Winter Mod hier reingepackt habe. Hier mit 70 lang zu fahren, da kann ich echt jetzt froh sein, dass ich nicht den anderen Auftrag genommen habe, der mit 3000 mehr eingebracht hätte. Einfach weil ich das zeitlich gar nicht geschafft hätte. Ich hätte es höchstens geschafft, wenn ich mit 90 plus hätte durchbrettern können. Dann hätte ich es zeitlich noch geschafft, aber mit 70 hätte ich komplett vergessen können. Von daher sehr gut, dass es noch diesen Auftrag mit Gabelstaplern gab. So, und dann geht es jetzt hier, ich glaube, an St. Petersburg ja vorbei. Das müsste jetzt, glaube ich, hier die Ausfahrt sein. Oder ist es allgemein gesperrt und so und geht es nur da lang? Ich glaube, es ist eher allgemeines Ding. Weiter hier schon mit 70, wahrscheinlich jetzt runter auf 40 oder so. Da muss man runter auf 60. 60 ist hart an der Grenze, würde ich sagen. In der Ladung den anderen Schwerpunkt hat, wäre das fies gewesen. So, jetzt sind wir auf der Autobahn. Da geht es dann weiter mit 90. Gut, prinzipiell könnte ich 90 fahren. Oha, ist das hell. Allerdings, ja. Aufgrund des Trailers, der ist ja nur zugelassen auf 80. Von daher, oh ja, klar.
Gut, wir haben jetzt hier eh nochmal eine Maut. Deswegen dürfen wir nochmal runter abbremsen. Heftig runter auf 20 Kilometer pro Stunde. Ja, die KI bremst einen gerne mal, ja, komplett aus. So, ich muss auch hier Bar hinblättern, da ich hier nichts liegen habe. Das wird wahrscheinlich gehen, wenn ich den Truck vielleicht weiter auch upgrade, dann habe ich dann glaube ich auch so ein, irgendwann so ein Transponder da rumliegen. Aber bis dato werde ich das so machen, dass ich manuell da durchfahre. Mensch, wir fahren ja nur mit 10 km pro Stunde, obwohl wir noch nicht mal, obwohl die 40er Zone erst kommt. Da war gleich sowas von. Wenn er ganz rechts fährt, dann fahre ich einen links und dann beschleunige ich da aber sowas von raus. Als ob ich jetzt hier 3 Stunden warte. So, 3 Euro, bitteschön. Ich darf 40. Weiter hinten. So, einmal hier hin. Und dann geht's wieder auf die Autobahn und weiter geradeaus. Gut, für uns weiter noch mit 90. Gut, die 110 gelten dann für die LKW, für die Autos. Dann beschleunige ich mal wieder auf 80, denn wie gesagt, Trailer darf ich nicht. Ab hier hätte ich dann glaube ich einen anderen Trailer, wobei der andere Trailer wäre glaube ich auch auf 80 begrenzt gewesen. Also hätte sein können, sagen wir es mal so. So ein Trailer kann halt natürlich auch so ein. Der andere hätte auch auf 80 begrenzt sein können. Es gibt natürlich welche, die nicht auf 80 begrenzt sind, aber es gibt auch welche, die halt dementsprechend auf 80 begrenzt sind. Unbegrenzt wäre halt optimaler gewesen, hätte ich wirklich mit 90 bzw. 93 fahren können. Aber so kann ich ja eh nur mit 80 fahren, aufgrund der zulassenden Höchstgeschwindigkeit für den Auflieger. Und da kommt schon wieder die nächste Maut. In 800 Metern. Ja, Autobahn, offenbar in Russland. Auch Objekte, die Geld in die Kassen einspülen und deswegen. Wären wir sowieso eher peu à peu hier vorangekommen. Weil wir wahrscheinlich wieder hinhalten müssen. Also ich glaube hier mit dem Dings wird auch nicht gehen, mit dem Spezialtransport hier die Strecke. Das wäre keine Strecke dafür. So, jetzt ein Ticket. Aufbewahren sollen. Das heißt wirklich von Maut zu Maut. Richtiges Mountjumping hier. Okay, dauert noch ein bisschen, dann kommt wieder Maut und danach befreit von der Maut und dann bin ich ja eigentlich schon fast ein Baldei. Geht es aber schon auf 90 wieder hoch. Wunderbar. Den Abschnitt, den kann ich jetzt auch wirklich mal durchbesteuern, dass ich auch wirklich mal den Tempomat für eine kurze Zeit zumindest aktivieren kann. Bis dann die letzte Mautstation kommt. Oh, das ist aber eine tolle Brücke. Ah, schon schön. Das Ganze werden wir bestimmt auch bei den ein oder anderen Jahreszeit, auch bei Tag mal sehen. Oh. Ah, das hat doch schon was. Hier mit der Landschaft, ich fahre wahrscheinlich gerade wieder zu schnell. Ah, das ist aber auch. Oha. Das ist aber auch echt schön hier. Ja. Tempo ungefähr gehalten.
Und dann dürfte das wahrscheinlich, okay, noch nicht die Ankündigung für die nächste Maut sein. Ah, das ist schon schön, dass solche. Ach, ich weiß nicht, ich finde es immer schön, über solche schönen Brücken zu fahren. Hat was. Und da kommt schon direkt die nächste hinterher. Nochmal den Ausblick, den man dann hat und den Uferpromenaden, die man sehen kann. Da voraus sieht man auch schon nur den einen oder anderen Hafenkran. Wobei, muss nicht unbedingt ein Hafenkran sein, aber ich würde jetzt mal spontan sagen, es soll ein Hafen, es ist ein Hafenkran. Aus den Hafenkräne. Denn das sieht mir doch sehr danach aus. Oh, jetzt geht das Ganze sogar noch mal untereinander durch. Also hier, ne? Hier doppelt in doppeldecker Manier. Nice. Ah, da schon. Ah, schon schön. Schöne Route, schöne Strecke. Jetzt trennt sich das wieder. Oh, toll. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Bin ja gespannt, was SDS-Software so alles umsetzen wird. Da werden wir bestimmt auch die ein oder anderen Infos noch bekommen zu, oh, in Kürze noch zu bekommen. Oder was heißt in Kürze? Ich rechne da jetzt einfach mal mit in einem Monat oder so Achten könnten Sie wir auf die vielleicht weitere Geschwindigkeitsbegrenzung. Infos bekommen zu Heart of Russia, zum Heart of Russia DLC. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da bin ich schon mal gespannt drauf, was dort alles dargestellt werden soll. Und so weiter und so fort. Aber erstmal kommt ja höchstwahrscheinlich im April. Vielleicht auch erst im Mai das Iberia-DLC raus. Da werden wir ja auch noch jede Menge zu tun haben. Jede Menge zu entdecken haben. So, bitte noch eine weiter. Dankeschön. Vielen Dank fürs Reinlassen, Kappa. Und weiter geht es. Noch 351 Kilometer bis Valdai. Ich fahre wieder zu schnell. Hier Cruise Control rein und dann geht's jetzt auch so zu dem Thema Tempomat. Dann geht's aber zumindest ohne Mautstellen weiter, auch ohne weiteren Grenzübergang. Dafür mit interessanten Einfädelungsübungen hier. Hätte ich mal einfach Gas gegeben und der wäre einfach links rübergezogen. Dann hätte ich den Salat jetzt hier nicht. So, wieder schön auf dem Stand beschleunigen. Hatte jetzt auch keine Lust mehr noch weiter zu warten. Muss ich mich rechts halten oder links? Links. Aber ich kann hier erstmal bleiben. Wunderbar. Das Schöne daran ist, dass hier auf den russischen Straßen, dass die Schilder mal anzeigen, wo man hinfahren fährt. Also das kann man jetzt sehr ganz gut erkennen. Nicht rüber, okay. Damit er auch reinkommt. So, dann halte ich mich wieder rechts. Ich fahre wieder zu schnell. Tempomat auf 81 Kilometer pro Stunde.
dann geht die wilde Fahrt auch weiter. Nicht Richtung, doch Richtung Moskau, okay. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. War ja klar, dass es gesperrt ist. Aber dort ist kein Durchkommen. Und dann Ausfahrt rechts die neue Route finden. Das könnte sogar passen, dass wir einfach da hinten jetzt gleich drehen und dann dort auch wieder hinkommen können. Okay, da hinten drehen ist halt auch so ein dehnbarer Begriff. Wo ist denn da hinten? Ist es ganz bei St. Petersburg? Ja, super. Dann fahren wir mal Richtung St. Petersburg rein, zumindest zum Autobahnkreuz, dass wir da wieder schön drehen können. So, Platz ist. Und wieder über die nächste Brücke rüber. Ja, das ist heute schon fast eine Brücken-Sightseeing-Tour hier. In 5 Stunden bin ich dann jetzt da. Passt zeitlich mal wieder super hin. Ne? Das ist toll. Danke, Umleitung. Dann gibt es halt noch mal ein bisschen Strafe obendrauf. Unter Umständen. Oder vielleicht gebe ich einfach doch noch mal ein bisschen mehr Gas, als ich dürfte. Baustelle. Aber gut, da hinten ist ja glaube ich auch schon gleich wieder die... Genau, da vorne. Da vorne ist das Autobahnkreuz, was mir gleich helfen wird, wieder auf die richtige Spur zu kommen, wieder in die richtige Richtung zu kommen. Ach ja, immer diese Umleitung. Aber das ist auch das Schöne an den Umleitungen. Allerdings jetzt, weil es die vorletzte Folge vor der letzten Folge vorm Event ist, muss ich jetzt, ich gehe jetzt einfach durch. Und verdiene dann vielleicht nicht mehr ganz so viel hier an der Folge oder an der Tour, einfach weil ich so gesehen darauf es ignoriere, dass ich eine Stunde quasi über der Zeit bin oder dass ich halt schneller fahre als bei eigentlich, ja dann ich nehme lieber hier Geld in Kauf, wobei never mind. Das sind halt 2 Stunden, ne? Das ist halt auch so das Ding. Eigentlich muss ich komplett durchspeeden. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Ich fahre also gleich mit 90 da durch. Ich muss 2 Stunden wieder aufholen, mehr oder weniger. Weil die Strafe zu zahlen wäre ja eine Sache, allerdings ist es ja so, dass wenn man dann doch zu müde wird, dass man dann, ja, das Lenkrad dann doch nicht mehr so unter Kontrolle hat. Früher, ganz früher ging das ja noch so, dass man, glaube ich, halt einfach nur Strafe bekommen hat und das ist quasi keine physischen Auswirkungen auf den Fahrer selber hatte. Aber mittlerweile ist das ja nicht mehr drin. Von daher speed ich jetzt hier mit 95 km/h durch und hoffe, dass ich das zeitlich noch rechtzeitig schaffe. Und fahre jetzt einfach mal ein bisschen schneller, als für den Trailer zugelassen ist. Bleibt mir ja in dem Sinne nichts anderes übrig. 4 Stunden 54. Allerdings auch das ist, glaube ich, ein Ding, was nicht passt, was sich zeitlich nicht hinhaut. Das ist eine Sache, die echt eng werden könnte. Ich beschleunige nochmal auf 94 oder 95 und fahre jetzt mit dem Tempomat weiter.
bleibt mir ja fast nichts anderes übrig. So, ich will jetzt nochmal hier rein. Okay, da geht's nicht. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Hier scheint frei zu sein, sehr schön. Dann hoffe ich mal, dass ich das noch... Es wird halt nichts werden. Ich muss halt in 2 Stunden einfach mal 2 Stunden aufholen. Dafür müsste ich halt eigentlich 180 fahren oder so. Um jetzt halt hier wieder reinzufahren. Schauen. Ich probiere das Beste noch daraus zu machen. Wie gesagt, aber die Folge muss halt jetzt beendet werden. Also die muss... Der Trip muss in diesem Video beendet werden. Ansonsten... Ja gut, ansonsten wäre dann das nächste Video wäre dann halt einfach super kurz. So ein 5-Minuten-Video oder ein 10-Minuten-Video. Halt auch ein bisschen... Achten Sie auf die Geschwindigkeit. Bescheiden. Nicht schon wieder. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Danke. So, jetzt mal 74 hier durch, bis es dann wieder schneller weitergehen kann. Ich hoffe, es kann auch schneller weitergehen, dass ich jetzt mit 70 weiterbretter. Okay, 90. Schon mal den Tempomat lasse ich erstmal nochmal auf 74. Falls es nochmal wieder bergab geht. Also, bergab mit der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit. Bitte links halten. Ja, links halten, weiter Richtung Moskau. Eieieiei. Der MHN vor uns, ja. Das ist super. 705, das ist halt... Es sind halt knapp 2 Stunden. Es ist gekippt. Das ist ja der Wahnsinn hier. So, 94, Tempomat und weiter geht's. Enge, enge Kiste. Ich schätze mal, wenn wir dann spätestens bei der Abbiegung nach Norden wird es dann so sein, dass die Äuglein zufallen. Festballer wieder mal ausrasten, bitte nicht abstürzen, dankeschön. Weiter geht's. Ich habe das Gefühl, die Schilder laden gleich schon wieder nicht. Und solange es nur die Schilder sind und keine Barrieren. Die Geschwindigkeitsbegrenzung. 770. Hier auch kleine Sperrung hier. Ja, kleiner Unfall. Kleinen Anführungszeichen. Okay. Zeit muss weiter reingefahren werden. Jetzt kommen dann noch die Straßenschäden dazu. Super. Also super,
Das ist jetzt gerade, also super sind sie allgemein, aber das Super ist jetzt in Anführungszeichen gerade jetzt ein bisschen negativ, weil die Zeit super im Nacken hängt. 1:35, 3 Stunden 14. Ja, ein bisschen Zeit schon gut gemacht, aber nicht ausreichend wahrscheinlich. Könnte echt nicht ausreichend sein. So 1,5 Stunden, nur 1:45 sind es jetzt. 10 Minuten habe ich vielleicht jetzt mittlerweile gut machen können. Gucken wir nochmal auf der Karte. Wo sind wir gerade? Wir sind gerade hier. Wir haben noch diesen ganzen Weg und ich schätze mal, dass hier ungefähr die Euklen zufallen. Aber wir müssen da noch hoch und das ist wahrscheinlich auch viel Forstweg oder Feldweg und ja. Dann da die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren, wäre bitter, sehr, sehr bitter. Es wird vor allem zum Ende hin nochmal sehr, sehr spannend. Ist ich beruhigt er jetzt, weil der andere so langsam ist? Oder wie oder wo oder was? Ja, der Jehova, weil der andere so langsam ist. Aber der LKW ist halt auch so langsam. Ist halt für mich etwas belastend. Aber dafür kann ich jetzt hier gerade ganz gut überholen. Muss aber nochmal reinbremsen. Und dann geht erstmal mit 83 km/h weiter. Den Berg hinauf. Weiter mit dem Gaspedal runtergedrückt. Dass ich dann wieder bei der 95 bin. 94 auch in Ordnung. Kein Tempomat, keine Cruise Control, deswegen erstmal mit 100 runter. Jetzt weiter mit 94, glaube ich. Wobei, ich lasse erstmal dabei. Ich lasse den Tempomat auf 94 oder 95. Ich weiß es nicht, kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich lasse auf 94. Zeitlich 2:17 und ich habe nur 45 Minuten. Ja. Ich weiß nicht, ob mir das Risiko wert ist, weiterzufahren. So, vielleicht nicht mit Fullspeed dann weiterfahre. Eventuell sogar schon. Wir sind jetzt hier. Ich komme wahrscheinlich. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich komme wahrscheinlich so hinaus. Es läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich echt von der, dass ich durch die Stadt durchfahre, wenn ich müde bin. Also wenn die 45 Minuten abgelaufen sind oder 30 Minuten. Ich werde schon müde, das ist schon ungut. Ich muss dann ja wieder zurückfahren in die Stadt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Kommen. Wenn ich es schaffe, wenn ich es wirklich schaffe, dass ich gleich, ich muss nochmal auf der Karte gucken hier. Ich muss halt hier rauskommen, weil dann bin ich nicht mehr ganz so schnell, dann fahre ich hier lang und dann sollte ich auch einfach gemütlich hochfahren können. Da oben kann ich sogar pennen. Perfekt. Ja komm, no risk, no fun. Das Geld tut nicht weh, das Einzige, was wehtun würde, wenn ich halt wirklich die Kontrolle über das Fahrzeug verliere und dann halt irgendwie, ja, ganz viel
Begrenzung. Gut, dass ich die 70 wusste, dass ich 70 sind, weil das Schild nicht gebackt hat, Kappa. Na super. Das tat jetzt auch wieder weh. 1000, keine Ahnung, 1300 liegen lassen. Immer geradeaus. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Ja, es sind noch 90. Was ist denn? Halt nicht. Jetzt sind es 90. Ja, ich werde müde. I know. Also ist ja dann vielleicht ein bisschen geil, was dann liegen bleiben. Also wie gesagt, wenn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich die Kontrolle über das Fahrzeug verliere, dass ich zum einen gar kein Geld mehr für den Auftrag bekomme und dass ich dann zusätzlich nochmal oben drauf zahlen muss, weil der LKW, keine Ahnung, auf 80% ist oder so. Das wäre so Worst Case. Aber ich würde sagen, ich riskiere es. Erst aufmal in Baldei. Wenn ich es falsch ausspreche, ich könnte es gerne im Idealfall mit Lautschrift in den Kommentaren verbessern. Biege nach links ab. Danke fürs Vorlassen und dann doch nicht fürs Vorlassen und dann fürs gezwungenermaßen noch Vorlassen. Danke fürs Vorlassen. Gut, du bist längst abbieger. Krieg ich grüne Ampel noch? Biege nach links ab. Ja, krieg ich noch. Ach stimmt, die Ampeln, die blinken ja. So, 300 wegen Ruhezeiten. Das wird halt auf Dauer halt auch wieder wehtun, aber... Ich fahre den Bums jetzt zu Ende. Ich bin ja jetzt schon fast da. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Demnächst rechts abbiegen. Ja, dieselben Cops kassieren richtig hier ab. Die freuen sich. Ach du. Auch das noch. Daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Auch solche super engen Straßen gibt. Muss ich hier bei Nacht auch noch auf die Brücke rüberkommen. Oh Gott. Okay, das passt sogar. So eng ist diese gar nicht. Geht, glaube ich, enger. Geht auf jeden Fall noch enger. Okay, jetzt haben wir halt. Hier hätte ich sowieso nicht schnell fahren können. Das steht schon mal fest. Denn, und da wird man das noch ein bisschen besser hier sieht und nicht so überblendet ist, denn auf der Russland-Map, auf der Russ-Map gibt es halt solche Straßen wie diese, die einfach nicht schnell befahrbar sind. Jetzt gibt es nochmal 160, weil jetzt kein Kopf hinter uns ist, deswegen gibt es nicht das Doppelte. Aber ist auch nice, es ist halt, auf solchen Straßen kann man halt nicht schnell fahren. Aber ich finde es auch gut. Okay, war das jetzt wirklich wegen Ruhezeiten oder weil ich hier das Licht nicht an hatte? Aber ich muss hier echt langsam fahren, weil ansonsten gibt es Schaden. Entweder auf den Aufleger, auf den Truck selber oder ich bleib hängen. Das sind alles Sachen, die wir nicht gebrauchen können. Schon gar nicht so kurz vorm Ziel. So auf den letzten... 51 Kilometer noch. Oh Gott. Wird ein Spaß. Gut, einen kleinen Abschnitt können wir dann ein bisschen schneller fahren. Vielleicht ein bisschen schneller. Oh Gott. Das war schon wieder fast zu schnell. So, kurzer Abschnitt ist vorbei. Es geht wieder weiter, schön weiter. Schön mit den Ruinen. Ja, der immer, ja, bevor er den Geist aufgegeben hat, hätte er vielleicht mal die Straße frei machen können.
Ist ein bisschen aufgesetzt. Optimalen Weg zu finden, das ist natürlich auch vor allem bei Nacht nicht ganz so einfach. Ich bin ja gleich da, aber muss ich das locker noch Zeit. Gut, das sind noch 45 Kilometer. Mit teilweise nicht so super guten Straßen. Als damit ich mal aufsetze. So, da vorne sind wieder ordentliche Berge. Kann ich ganz gut hier rechts befahren. Grenze von der Geschwindigkeit. Ah, schön mit den alten Gefährten. Okay, jetzt sind die Straßen, der Abschnitt zumindest ein bisschen länger gut. Ab natürlich nicht. Gut, dass sie keine Cops sind, ansonsten hätten wir noch mehr zahlen müssen. Bisschen zu schnell gewesen. Jetzt geht es hier nochmal wieder bergauf. Noch 32 Kilometer. Okay, vielleicht wird er zeitlich doch eng. Vielleicht schaffe ich es doch nicht rechtzeitig. Dank der Maut und allem drum und dran. Dank der Umleitung. Und den Mauts. Die haben auch schon ein bisschen. Die Maus haben auch ein bisschen Zeit gekostet. Ne? So eine Maut kostet, glaube ich, immer so 5 Minuten, wenn man hält. Noch die der Grenzübergang, der hat natürlich auch ordentlich Zeit gekostet. Ab in den Wald hinein. Oh, weia, weia, weia. Oh Gott. Ist halt belastend, dass wir jetzt halt so eine schöne Straße und so schöne Strecke haben. Kurz vom Event, wenn es so in der Mitte gewesen wäre, hätte man das Ganze auch noch mal, hätte ich mich wirklich aufs Ohr hinlegen können, aber jetzt wollte ich das Ganze doch halt zumindest schon mal ein bisschen beenden, diese Tour. Ja, Ruheplatz, Parkplatz, pipapo. 20 Kilometer, nochmal ein bisschen Verstoß wegen Ruhezeiten. Und der restliche Abschnitt scheint nett für uns zu sein. Und da haben wir es. Etwas abgekommen. Aber gut, da ist jetzt gleich der Schlafplatz.
Ja, das war so das Ding, wofür ich mich gefürchtet habe. Aber gut, dass es jetzt gerade kommt und nicht irgendwie, wenn wir mitten auf der Autobahn sind, dass wir dann unseren Kronen Schlaf verfallen. Und hier geht es dann höchstens in die Walachei und. Ja. Und ich bin jetzt auch gleich da, von daher kann ich jetzt auch. Eine schöne Fahrt. Ja, es war eine. Hui! Das war eine Fahrt, die hatte es in sich. Wollte ich mal sagen. Ich bin jetzt gleich anderthalb Stunden hier bei dieser Tour dabei, durch die Spielerbeschreibung und so weiter. Wahrscheinlich wird das Video selber knapp eine Stunde sein. Auch nicht kurz. Oh no! Rein bevor. Sonst noch was passiert und der Schlafplatz ist ja nicht allzu fern. So, bevor ich jetzt irgendwie noch Schlaf bezahlen muss, weil ich zu spät bin, da hole ich mal eben fix ab. Puh, ausgezeichnet. Eieieiei, aber haarscharf. Ausgezeichnet. Gabelstapler von Kuwoda nach Waldai geliefert. Gefahrenstrecke 793 Kilometer. Dauert 13 Stunden 45 Minuten. Obwohl man nur 11 Stunden fahren kann, glaube ich. Oder 12. Irgendwie so zum Dreh. 19.001. Hier, Kraftstoff hier, Dingsbums. Ne? Verbrauchter Kraftstoff 396 Liter. Gesamt habe ich bekommen 19.141 Euro und 1381 Erfahrungspunkte. Insgesamt bin ich jetzt bei 217.000. Und eine Tour gibt es dann noch. Ich fahre auch eben fix zum Schlafplatz. Eine Tour gibt es noch. Die wird es dann im nächsten Video geben. Und danach gibt es quasi ein Zusatzvideo. Oder ein Sondervideo, nennen wir es mal so. Ja, genau, ich löse. Bei dem ich dann die Rahmenbedingungen gebe, bei dem ich dann sage, wofür ihr abstimmen könnt, wie die Eventwoche sein soll. Das heißt, ich werde dann auch nochmal im nächsten Video nochmal erklären oder in dem anderen Video dann nochmal, was ich mit der Eventwoche meine oder was das Ganze sein soll. Falls ihr jetzt noch gerade dran seid, erkläre ich es nochmal für euch. Die Eventwoche wird so aussehen, ihr könnt abstimmen, was ich in der einen Woche fahren soll an Aufträgen oder an Frachten oder an whatever, was auch immer, was für ein Event werden wird. Und das, die Eventwoche wird dann so aussehen, dass es dann in der Woche täglich ein Video geben wird. In Euro Truck Simulator 2. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Euro Truck Simulator 2 Video. Wieder.